Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Livestream hier im Android-Kurs. Ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich zu früher Stunde. Und wenn Sie Lust haben, können Sie natürlich gerne auch kurz Hallo in den Chat reinschreiben. Ich sehe zwar immer, wie viele Leute zuschauen, aber natürlich freut es mich auch, wenn Sie kurz Hallo in den Chat reinschreiben. Und dann Ton ist wieder leise. Moment. So. Besser. Ich kann auch schauen, ob ich noch irgendwelche anderen Regler habe. Perfekt, okay. Drehe es vielleicht nochmal so ein ganz kleines bisschen zurück, weil es bei mir ein bisschen übersteuert. Aber jetzt machen wir einfach mal weiter. So, okay. Also nochmal hallo und herzlich willkommen. Und ich will auch gar nicht so lange mich in diesen Streams immer mit irgendwelchen theoretischen Dingen tatsächlich aufhalten. Deshalb versuchen wir mal, alles, was immer so organisatorisch oder einordnender Natur ist, am Anfang schnell abzuhaken. Dann würde ich gerne heute mal ausprobieren, vielleicht so ein kleines bisschen auch in Form eines Quizzes Sie ganz am Anfang interaktiv in diesen Stream zu integrieren. Und dann, und das soll dann der Hauptteil für heute sein, wollen wir uns wieder daran versuchen, gemeinsam eine kleine App zu bauen. Ganz kurz zur Einordnung, falls irgendjemand zufällig über diesen Stream gestolpert ist. Sie sind gerade in sowas Ähnlichem wie einer Lehrveranstaltung. Wahrscheinlich sind Sie gerade in einer Lehrveranstaltung der Universität Regensburg, die diesen Kurs zusammen mit der Universität Passau über die Virtuelle Hochschule Bayern anbietet. Und es geht bei uns erstmal um die Entwicklung von Android-Apps, also die Entwicklung von mobilen Apps mit der Android-Plattform oder für die Android-Plattform. Und darüber hinaus geht es auch so darum, wie man vielleicht besser Software herstellen könnte, besser programmieren oder weniger schlecht programmieren, könnte auch so eine Tagline von diesem Kurs sein. Das Ganze richtet sich an Leute, die vielleicht schon die ersten Programmierkurse hinter sich haben und sich jetzt dafür interessieren oder den Kurs anderweitig besuchen müssen und gemeinsam mit mir vielleicht so einen kleinen ersten Blick auf das gewinnen möchten, wie denn Android-Apps tatsächlich hergestellt werden. Wir haben in der letzten Woche so ein bisschen motiviert, warum wir das eigentlich machen, warum mobile Plattformen so interessant sind und warum, wenn Sie Softwareentwickler oder Softwareentwicklerin sind oder sich sowas nennen möchten, Sie vielleicht nicht selber sich dafür interessieren müssen unbedingt aus eigenem Erstreben, aber Sie sollten zumindest die Möglichkeiten haben, dann bei Bedarf auch für diese Plattform zu entwickeln. Und diese Möglichkeiten, die versuchen wir im Laufe des Semesters zu schaffen. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben während der Vorlesung und auch wenn Sie nicht nur Fragen haben, sondern auch einfach Hinweise, Kommentare zu dem, was ich so vormache, Vorlesung, falsches Wort, Livestream, dann schreiben Sie bitte einfach in den Chat rein. Ich habe das immer so ein bisschen im Auge. Sie sehen das daran, dass ich dann immer so ein bisschen hochschaue. Also ich kriege mit, wenn Sie mir irgendwas sagen wollen. Und gerne antworte ich nicht nur auf Fragen, sondern baue das Ganze auch tatsächlich ein in das, was wir uns hier anschauen. Ich habe, auch wenn das hier keine Vorlesung ist, so ein paar ganz kleine Folien vorbereitet, die ich einfach gerne mal ganz kurz mit Ihnen durchgehen würde. Das mache ich jetzt immer ganz kurz am Anfang, um so einzuordnen, wo Sie stehen sollten, wenn Sie diesen Kurs besuchen. Auch mit dem Ausblick auf das, was wir dann vielleicht in der nächsten Woche uns anschauen, beziehungsweise was Sie sich in den Lernmaterialien, in den Vorbereitenden anschauen und wir dann hier auch in dem Stream uns anschauen. Gehen wir das mal ganz kurz durch, das müssen wir jetzt auch nicht lange machen, vielleicht so allgemein zusammengefasst, was haben Sie in der ersten Woche gelernt oder was sollten Sie behalten haben? Sie sollten so ein bisschen Grundlagenwissen zu Android haben, woher kommt diese Plattform, wie kann man die vielleicht irgendwie geschichtlich in die mobile App-Entwicklung einordnen. Mir persönlich wäre es fast lieber, wenn Sie behalten haben, was tatsächlich das Besondere an mobilen Anwendungen ist, also warum es so interessant ist, sich damit zu beschäftigen. Sie sollten so grundsätzlich verstanden haben, was Android eigentlich ist, also was man mit diesem Begriff
bezeichnen kann. Man kann vielleicht irgendwie die Geräte meinen, man kann dieses gesamte Ökosystem meinen, man kann die Plattform meinen mit den ganzen APIs oder auch das Betriebssystem, was auf den Smartphones läuft. Sie sollten zumindest im Hinterkopf haben, dass immer, wenn wir uns über mobile App-Entwicklung beschäftigen, Usability ein wichtiges Thema ist, dass, auch wenn es in den Folien so formuliert worden ist, dass es wichtiger ist als auf dem Desktop, das glaube ich nicht. Überall ist Usability und Benutzerfreundlichkeit wichtig. Auf Smartphones ist es vielleicht, wenn man möchte, dann besonders wichtig, weil das eben die Computerplattform ist, die alle Menschen oder die sehr, sehr viele Menschen nutzen. Sie haben diese Zahlen im Kopf noch aus der letzten Woche und vielleicht dieses pointierte Zitat, dass tatsächlich Smartphones für viele Leute das erste und oder die erste und wahrscheinlich auch die einzige Form der Computernutzung sind, die man in seinem Leben so verwendet. Gilt nicht für uns, weil wir sitzen ja jetzt hier alle am Rechner, aber wir sind vielleicht auch nicht der oder die Standardnutzerin. Und was Sie auch aus der ersten Woche mitgenommen haben sollten, ist so eine grobe Idee davon, wie dieses Android Studio funktioniert, also diese Entwicklungsumgebung, die wir einsetzen, weil eben App-Entwicklung auf jeder Ebene sehr komplex ist. Es gibt viele Tools, die irgendwie dafür sorgen, dass unser Quellcode am Ende in Form einer ausführbaren App auf dem Emulator oder auf dem physikalischen Gerät erscheint und von uns verwendet werden kann. Und Android Studio nutzen wir nicht nur, um den Code zu schreiben von dieser App, sondern auch um diese ganzen anderen Schritte, die notwendig sind, um so eine App dann zu bauen und zu installieren und zu überführen und zu starten, möglichst komfortabel gestalten zu können. Also wenn Sie das noch so im Hinterkopf haben, dann können Sie jetzt, glaube ich, ganz gut in die nächste Woche einsteigen. Vielleicht kurzes Feedback, schreiben Sie mal irgendwie Ja oder Nein in den Chat rein, ob Sie glauben, dass das auch so ungefähr Ihrem Wissensstand jetzt nach der ersten Woche entspricht. Okay, ich glaube, das schaut ganz gut aus. Wir haben gleich auch nochmal die Gelegenheit, das vielleicht in einem kleinen Quiz zu testen, aber ich bin zuversichtlich und ich habe sie ja auch in den Übungen gesprochen, also ich bin mir ganz sicher, dass wir da alle auf dem gleichen Nenner sind. Was machen wir jetzt heute? Sie haben vielleicht gestern schon ein bisschen auf die Lernmaterialien geschaut und wir versuchen vielleicht ein bisschen was heute nochmal zu wiederholen, vor allem aber auch diese neuen Sachen uns dann nochmal ein bisschen gezielter anzuschauen. Und es geht dabei vor allem nochmal um das Design von so ganz einfachen User-Interfaces. Wir werden uns wieder ein bisschen was zusammenklicken für unsere Anwendungsidee, die wir heute umsetzen werden. Wir schauen uns jetzt heute dieses Konzept von Activities und Intents nochmal ein bisschen genauer an, in dem Sinne, dass wir uns überlegen, wie wir innerhalb einer App zwischen zwei Activities wechseln können. Wenn Sie schon auf die Lernmaterialien Blick geworfen haben, wissen Sie, Activities, das haben wir letzte Woche auch schon so grob eingesortiert, sind so die obersten Bausteine unserer App, was die einzelnen sichtbaren Bestandteile der Anwendung angeht. Die stellen immer so einen Bildschirm dar. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine App, die hat vielleicht irgendwie ein Startmenü und dann vielleicht irgendwie einen Editor oder eine Listenansicht mit irgendwelchen Inhalten. Und Activities sind ganz häufig diese Grundbausteine. Das ist noch ein bisschen komplexer, wenn man sich anschaut, wie dann vielleicht die Fragments da reinspielen, aber das ist so die wesentliche Idee. Eine Activity ist ein Bildschirm und wenn Ihre Anwendung komplexer ist und aus mehr als einem Bildschirm besteht, dann können Sie via Intents zwischen diesen Activities hin und her wechseln, zum Beispiel wenn Nutzer oder Nutzerin auf einen Button klickt. Das schauen wir uns heute an. Genauso werfen wir einen ersten Blick auf Ressourcenverwaltung in Android. Damit ist jetzt nicht sowas wie die Verwaltung von Speicher zur Laufzeit gemeint, irgendwas Performatives, sondern damit ist tatsächlich gemeint, wie denn in Android Ressourcen, die innerhalb der App verwendet werden, also zum Beispiel sowas wie Texte oder Farben oder später vielleicht auch noch weitere Inhalte, in Android repräsentiert werden, sodass wir im Code darauf zugreifen können, auch in den XML-Dateien, wo wir die einbinden wollen, im Layout zum Beispiel. Und das schauen wir uns heute das erste Mal mit tatsächlich String-Ressourcen, also Texten an, die wir
in diesen Ressourcendateien definieren wollen und dann an verschiedenen Stellen unsere App verwenden möchten. Und wir werden bei der Implementierung von unserem kleinen Beispiel auch mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmal ein paar Dinge wiederholen, was so Java Basics sind, vielleicht auch ein bisschen fortgeschrittene Themen, die Sie vielleicht ohnehin schon aus den vorherigen Kursen kennen oder die vielleicht auch ein bisschen eingerostet sind. Also es geht auch immer ein bisschen darum, dass wir unabhängig von Android uns Gedanken über die Softwareentwicklung machen, manchmal ganz grundlegende Java-Inhalte, aber, und das ist heute vielleicht auch ab und zu der Fall, auch ein bisschen allgemeiner, wie gestalte ich denn vielleicht irgendwie guten Code. Da vorweg eine Information, vielleicht gerade für die Leute, die schon ein bisschen Erfahrung haben. Ich würde sagen, wir sind jetzt in dieser Woche immer noch in der Situation, dass wir manche Dinge nicht so machen können, wie wir sie gerne machen würden, weil wir im Kurs noch nicht so weit fortgeschritten sind. Und wundern Sie sich nicht, wenn Sie jetzt vielleicht gleich sehen, dass ich Dinge so tue oder so umsetze, wie man das vielleicht eigentlich in einer Android-App nicht unbedingt machen würde, weil es Alternativen gibt, die wir jetzt noch nicht kennen. Ich versuche dann immer darauf hinzuweisen, dass man das zukünftig anders machen könnte, aber behalten Sie das im Hinterkopf. Okay, dann war das tatsächlich erstmal so das Wichtigste zur Einordnung, wo wir stehen und was wir heute vorhaben. Ich sage Ihnen gleich, was wir für eine App entwickeln, würde jetzt aber gerne eine kleine Sache mit Ihnen ausprobieren und ich schaue mal, dass ich das irgendwie hinbekomme. Augenblick. Ich habe so ein kleines Quiz vorbereitet und ich bin jetzt mal gespannt, ob das funktioniert. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr hundertprozentig, wie das genau funktioniert. Das ist schon so ein bisschen her. Deshalb hoffe ich jetzt mal, dass Sie gleich im Stream oder über dem Chatfenster, ich weiß es gar nicht so genau, so ein kleines Quiz sehen werden und Sie können sich da einfach mal beteiligen. Ich sage Ihnen ganz kurz, wie es funktionieren soll und dann schauen wir mal, ob es so funktioniert. Sie sehen gleich ein paar Fragen. Das sind immer ganz einfache Fragen, die sich so mit den Inhalten der letzten beiden oder der ersten Woche und teilweise auch dieser Woche beschäftigen. Es gibt immer eine richtige Antwort, die klicken Sie an und Sie müssen in der Zeit bleiben und ich glaube, je schneller Sie richtig antworten, desto mehr Punkte bekommen Sie und dann können wir am Ende sehen, wer hier in diesem ersten Android-Stream-Quiz als Sieger oder Siegerin hervorgeht. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Hier steht jetzt bei mir, ich soll Ihnen sagen, Sie sollen auf dieses Quiz-Icon klicken, um irgendwelche Berechtigungen zu geben. Und jetzt kann ich, glaube ich, ein Spiel starten. Geben Sie mir mal im Chat dann, wenn Sie die erste Frage beantwortet haben, Rückmeldung, ob das irgendwie geklappt hat. Bin auch gespannt. Ich sehe gerade die Zeit für die Antwort ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Also ich glaube, Sie brauchen nicht 30 Sekunden, um die Fragen zu beantworten. Jetzt schauen wir mal, ob Sie alle da eine Antwort angeklickt haben. Ich glaube, das merke ich auch gerade, warum ich das vielleicht im letzten Semester nicht so häufig gemacht habe, weil das dann doch meine Fähigkeiten als Moderator übersteigt, das immer zu überbrücken. Aber Sie sehen es hier, die meisten von Ihnen haben diese Frage richtig beantwortet. Bei der Entwicklungsumgebung, die wir hier einsetzen, geht es natürlich um das Android Studio. Schauen wir mal, ob das bei der nächsten Frage genauso ist. Da geht es jetzt darum, auf was für Technologien dieses Android-Betriebssystem, was auf den Smartphones läuft, denn aufgebaut ist. Überlegen Sie mal, an was Sie sich da erinnern, was in der letzten Woche auf den Vorlesungsfolien lang und breit erklärt worden ist. Und ich glaube, da finden Sie auch dann relativ schnell eine gute Antwort auf diese Frage. Und jetzt werden wieder die letzten Antworten eingesammelt und auch wenn das erledigt ist, schauen wir mal, was die Ergebnisse zu dieser Frage sind.
jetzt ein bisschen länger. Und ja, bin mir natürlich immer nicht sicher, ob vielleicht der ein oder andere dann auch spaßeshalber was anderes reinschreibt. XNU-Kernel ist übrigens das, was in macOS verwendet wird. Windows NT-Kernel ist das, was irgendwie schon ewig diese Betriebssystem-Kerneinheit für die Windows-Betriebssysteme ist. Amiga hatte früher und hat immer noch, es gibt es ja immer noch als Betriebssystem, auch einen eigenen Kernel, aber Linux-Kernel ist natürlich das, was hier für uns wichtig ist. Android basiert auf diesem Linux-Kernel und nutzt da relativ viel von diesem quelloffenen Betriebssystemkern, den sie vielleicht auch aus anderen Betriebssystemen Linux dann entsprechend kennen. Oh, und hier glaube ich, habe ich einen Fehler gemacht in der im Anlegen der Fragen. Schauen wir mal ganz kurz, ob das tatsächlich so ist, wie ich gerade hier erschreckenderweise sehe. Sorry, falls Sie jetzt hier Punkte abgezogen bekommen haben. Ich glaube, hier habe ich die falsche Antwort markiert. Das hätte ich nicht so schnell tatsächlich tun sollen. Doch, passt perfekt. Was ist kein wesentlicher Baustein von Android-Apps, war die Frage. Activities, Intents und Services könnte man wahrscheinlich schon so als Grundbausteine ansehen. Patterns, die verwenden wir bestimmt. Wir schauen uns heute tatsächlich auch was an, was sehr stark mit Design-Patterns zu tun hat. Aber das sind jetzt keine, würde ich behaupten, vielleicht interpretieren Sie das anders, so Grundbausteine von Android-Apps, die benutzt man ja für eigentlich alle Softwareentwicklung. Das ist jetzt nichts, was spezifisch irgendwie einer Android-App zuzuordnen ist. Machen wir mal weiter. Ich hoffe mal, die Antwort auf die Frage können Sie deshalb ganz schnell geben, weil Sie da vielleicht auch ein bisschen schon mal drauf geschaut haben. Ich schaue ja auch immer, dass ich im Ilias-Kurs die entsprechenden Texte, die es vielleicht zu bestimmten Themen gibt, auf genau dieser Webseite für Sie verlinke. Das mache ich deshalb, weil ich auf irgendwelchen Folien oder Handouts eh nur das schreiben könnte, was dort steht, weil das ist ja die Wahrheit über das, wie Android funktioniert. Deshalb verweise ich immer auf die Guides auf developer.android.com. Wir versuchen das dann immer vielleicht für Sie in den Folien ein bisschen aufzubereiten, aber immer wenn es darum geht, vielleicht zusätzlich ein bisschen was sich anzulesen, dann sind diese Guides, Guidelines, Tutorials, Demos auf developer.android.com für Sie, glaube ich, eine ganz gute Stelle, um was nachzuschlagen. Und heute, in dieser Woche, geht's ein bisschen weiter damit, wie sich Apps jetzt tatsächlich verhalten, und in den Lernmaterialien zu dieser Woche geht es auch das erste Mal dann über diesen Lifecycle, also diese Phasen, die eine Android-App, nachdem die Nutzer und Nutzerinnen auf den Button geklickt haben, durchlaufen. Das ist für uns als Entwickler und Entwicklerin wichtig, weil wir diese Phasen abfangen können und dann je nach Zustand, in dem unsere App ist, verschiedene Dinge vielleicht programmatisch erledigen können. Und das Erste, wo wir als Entwickler oder Entwicklerin wirklich irgendwas tun können und auf diesen Lebenszyklus einer App Einfluss nehmen, ist die OnCreate-Methode. OnStart gibt es tatsächlich auch. Das wäre, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, glaube ich, sogar die nächste. Also nochmal, wird alles vertieft in den nächsten Wochen. Aber die Idee ist, eine App startet und dann wird die vorbereitet, wird irgendwann sichtbar und auf dem Weg dahin durchläuft die verschiedene Phasen, verschiedene Abschnitte, und wir können, indem wir an den richtigen Stellen unseren eigenen Code einbringen, dann entsprechend diesen Startprozess und diesen Ablauf der App, und es geht dann nicht nur um Starten, sondern auch um das Beenden, entsprechend ein bisschen beeinflussen. Ich glaube, ein oder zwei Fragen gibt es noch. Heute beschäftigen wir uns ja das erste Mal ein bisschen intensiver mit diesen Ressourcen, die in Android bereitgehalten werden in Form von XML-Dateien, die zur Laufzeit dann
repräsentiert werden durch IDs und diese IDs, die werden in einer Klasse gesammelt als statische Informationen und diese Klasse hat einen bestimmten Namen, der jetzt hier dann gesucht ist in dieser Frage. Und falls Sie das noch nicht auswendig wissen, können Sie ja einfach mal überlegen, was vielleicht irgendwie ein logischer Name für diese Klasse, in der es um Ressourcen geht, tatsächlich wäre. Und das ist die R-Klasse. Das Wichtigste, was Sie über die R-Klasse wissen müssen, ist, dass die automatisch generiert wird und dass Sie auf keinen Fall irgendwas da reinschreiben sollen. Also versuchen Sie nicht irgendwelche Probleme, die es mit Ressourcen gibt, dadurch zu fixen, dass Sie irgendwas da reinschreiben. Versuchen Sie lieber herauszufinden, was das eigentliche Problem ist und das dann zu beheben. Also das ist eine Klasse, in die Android vor allem reinschreibt und wir eigentlich nur lesend darauf zugreifen. Jetzt wollen wir Inhalte im User Interface anzeigen und so eine Inhaltskategorie, die man relativ häufig braucht, ist Text. Und dazu haben Sie auch schon in den Übungen, in diesem ersten Übungsblatt, mit einem ganz bestimmten User Interface Element ein bisschen gearbeitet. Sie haben da Inhalte verändert und vielleicht erinnern Sie sich ja, wie dieser Typ von UI Element heißt, mit dem wir Text tatsächlich in einer Android App darstellen. Hier warten wir jetzt mal wieder auf die Ergebnisse und das dauert jetzt ein bisschen länger als gedacht. Aber auch das haben die meisten von Ihnen noch im Kopf gehabt. Das ist natürlich das TextView. Die restlichen Sachen machen vielleicht auch irgendwie Sinn vom Namen her, aber TextView ist dieses Standardelement, mit dem wir einfach Text statisch irgendwo auf dem Screen unserer App anzeigen. Ein oder zwei Fragen haben wir noch. Letzte Woche ging es auch so ein bisschen um die Einordnung, was denn der Markt für Apps tatsächlich ist. Und vielleicht haben Sie ja noch so diese grobe Größenordnung im Kopf. Ich habe Ihnen eine Statistik von 2019 in den Folien vorgestellt. Da ging es darum, wie viele Apps gibt es denn eigentlich im Play Store. Und das ist jetzt wirklich nichts, was die auswendig lernen sollen. Das kommt auch nicht in der Klausur vor, falls Sie sowas denken. Aber so die Größenordnung zu wissen, ist ja vielleicht nicht verkehrt, damit man das einfach so ein bisschen einordnen kann. Sind das ganz wenig, sind das ganz viele, sind die irgendwo in der Mitte drin. Schauen wir mal, was Sie da behalten haben oder sich überlegt haben. 2,5 Millionen war, glaube ich, das, was in der Statistik stand. Lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, dass ich meine eigenen Folien korrekt übertragen habe in Fragen, aber ich glaube, dass es für Android, für den Play Store so ungefähr 2,5 Millionen waren. Wenn Sie jetzt 5,5 Millionen im Kopf gehabt haben, ist das wahrscheinlich jetzt auch nicht so weit vorbei, aber es sind noch nicht 100 Millionen und es sind auch wesentlich mehr als eine halbe Million. Jetzt sind wir durch mit unserem ersten Quiz und wir können uns jetzt die Ergebnisse anschauen. Und ich glaube, dass Sie dann hier im Stream direkt die Ergebnisse sehen. Und ich darf Contestant 24, Teilnehmer, Teilnehmerin 24 herzlich gratulieren. Sie sind der oder die erste Siegerin von unserem Android-Quiz. Der Chat kann auch gerne applaudieren, wenn Sie möchten. Wie hat Ihnen das gefallen? Wollen wir das in den nächsten Wochen auch nochmal machen? Vielleicht mit ein bisschen kürzeren Antwortzeiten. Können ja mal in den Chat reinschreiben, ob Sie das jetzt irgendwie nett fanden oder ob das irgendwie verlorene Zeit ist. Können Sie ja dann uns überlegen, ob wir das in den nächsten Wochen auch nochmal machen möchten. Ja, wenn Sie die Folien gelesen hätten, dann großer Vorteil, wenn man sich mit den Lernmaterialien beschäftigt. Aber ich glaube nicht, dass ich die Punkte am Ende in irgendeiner Art und Weise zu Noten umrechnen werde. Also keine Sorge. Okay, dann, bevor wir noch mehr Zeit verlieren, werfen wir einen ganz kurzen Blick auf das, was wir heute machen möchten. Und zwar würde ich gerne mit Ihnen eine App bauen, die so ausschaut, zwei Activities.
Und diese App soll Ihnen und anderen Nutzern und Nutzerinnen die Möglichkeit geben, Informationen über Design-Patterns in der objektorientierten Programmierung anzuschauen. Wem oder sagt Ihnen der Begriff Design-Patterns was? Schreiben Sie einfach mal Ja oder Nein in den Chat rein. Kann ich denn? Ich erkläre Ihnen das gleich. Ich bin nur gerade ein bisschen verwirrt, weil ich immer noch diese Ergebnisse sehe im Stream und das gerne ausblenden würde. Endgame. So. Jetzt haben Sie auch mal die Moderatorenansicht gesehen. Die können wir jetzt schließen. Und ich hoffe mal, dass Sie im Stream jetzt nur noch meine Folien und mich sehen. Design Patterns sind ja, so eine Art Lösungsvorschläge für häufig vorkommende Probleme. Es ist ein bisschen mehr als nur ein Lösungsvorschlag. Die Idee ist, wir schauen uns an, wie bestimmte Dinge funktionieren, wie Menschen bestimmte Probleme lösen und wir versuchen, diese Lösungen strukturiert darzustellen, indem wir diesen Lösungsansätzen einen Namen geben, beschreiben, wie man vorgehen sollte, um das gewünschte Ziel zu erreichen und Beispiele dafür geben, wie das dann tatsächlich in der Praxis angewendet wird. Design Patterns sind in der Softwareentwicklung ziemlich verbreitet. Das haben wir als Softwareentwickler und Entwicklerin aber nicht erfunden. Das kommt ursprünglich aus der Architektur. Christopher Alexander hat das so in den 70er Jahren, Ende 60er Jahre konzipiert, diese Idee. Hat sich halt angeschaut, wie Städte aufgebaut sind, wie Gebäude gebaut werden und da dann diese Muster identifiziert und die kategorisiert und entsprechend beschrieben. Eine ganz bekannte Mustersammlung für uns in der objektorientierten Programmierung ist die sogenannte Gang of Four-Sammlung, Design Patterns for Object-Oriented Programming, die Mitte der 90er Jahre von Erich Gamma et al. Konzipiert worden ist oder gesammelt worden ist. Das Design Patterns überlegt man sich nicht, sondern die findet man und dokumentiert die dann. Und die helfen einem dabei, bestimmte Entscheidungen, wenn ich Software entwickle, zu treffen. Wenn ich nämlich weiß, dass ich an einem bestimmten Problem sitze, für die es schon eine Best Practice gibt, eine solide, sich bewährte Lösung für diese Art von Problemen, vor der ich jetzt gerade sitze, existiert, dann kann ich die anwenden. Und so eine Pattern-Sammlung, die fasst das Ganze zusammen. In unserer App wollen wir bestimmte Patterns aus diesem Gang of Four Buch, aus diesem Design Patterns Buch in Form einer App darstellen und in diesem Buch sind diese ganzen Patterns. Sie kennen zum Beispiel das Observer Pattern, das ist so ein Behavioral Pattern, also ein Muster, das beschreibt, wie sich Elemente oder Objekte in der objektorientierten Programmierung untereinander verhalten. Und diese ganzen Patterns, von denen das Observer-Pattern ein Beispiel ist, die sind kategorisiert in drei verschiedene Hauptkategorien. Creational Patterns, Structural Patterns und Behavioral Patterns. Die Namen verraten, glaube ich, ganz gut, worum es geht. Es geht darum, wie werden Objekte erstellt, wie werden Objekte strukturiert und wie verhalten sich existierende Objekte. Und in unserer App wollen wir, dass die Nutzer und Nutzerinnen ausgehend von so einem Hauptmenü auf diese drei Elemente klicken können, dann jeweils zu einer anderen Activity weitergeleitet werden, in der diese Muster angezeigt werden. Und Muster bestehen in unserer Anwendung immer aus einem Text, also einem Titel und einer kurzen Beschreibung. Und innerhalb dieser Kategorie kann ich über den Next Pattern Button dann hin und her wechseln zwischen den Mustern, die zu dieser ganz konkreten Kategorie in der App definiert worden sind. Das heißt, wir implementieren eine App, die Informationen zu Design Patterns anzeigt. Wir haben ein Hauptmenü. Aus dem Hauptmenü können wir zu den drei Unterkategorien wechseln. Dort sehen wir dann immer Titel und Beschreibungstext eines ganz konkreten Patterns und können innerhalb dieser Kategorie hin und her schalten.
die Informationen. Und das ist jetzt so ein erster Punkt, den man vielleicht in Zukunft ein bisschen anders machen würde. Über die Patterns legen wir in einer XML-Datei an, in einer String-Ressourcen-Datei. Und wir laden die zur Laufzeit aus diesem XML-File und parsen diese Elemente, diese Texte in Java-Objekte. Das heißt, wir haben wahrscheinlich irgendwie ein Pattern-Objekt, was diese beiden Kernelemente beinhaltet, und die befüllen oder erzeugen wir aus so einem Ressourcenarray. Den Punkt, den man hier vielleicht anders machen würde, ist, dass man vielleicht ein anderes Datenformat wählen würde, um diese komplexen und zusammenhängenden Patterns darzustellen. Man würde vielleicht kein String Array in der XML-Datei verwenden, dieses Überführen in Java-Objekte, um diese Patterns dann innerhalb der Anwendung zu repräsentieren. Das, glaube ich, wird man aber auch in Zukunft genauso machen. Damit Sie so einen groben Überblick darüber haben, was jetzt passiert, vielleicht ganz kurz eine Einordnung, was jetzt mein Konzept für diese Activities ist. Wir haben diese Hauptactivity, das ist die, die automatisch von Android Studio auch generiert wird, wenn wir gleich unser neues Projekt erstellen. Wir werden da ein bisschen Informationstext anzeigen und diese drei Buttons designen, um auf die nächsten Activities zu wechseln. Und da werden wir uns dann eine Activity erstmal definieren und gestalten, die generell Patterns anzeigen kann, also die eine Liste von Patterns laden kann und grundsätzlich die Möglichkeit bereitstellt, hier zwischen diesen geladenen Patterns hin und her zu wechseln. Die werden wir auf Java-Ebene als abstrakte Klasse definieren. Sagt Ihnen dieser Begriff noch was? Also wer von Ihnen kann mit dem Begriff abstrakten Klassen oder mit dem Schlüsselwort Abstract am Anfang von der Klassendefinition was anfangen? Okay, einige von Ihnen schreiben ja in den Chat rein, das ist super. Also das ist einfach eine Klasse, die können wir nicht instanziieren. Die dient quasi als Vorlage für andere Klassen, und anders als bei normaler, in Anführungsstrichen, Vererbung, was irgendwie die Vorlage angeht, schließen wir ganz bewusst aus, dass es die Superklasse irgendwann auch als Instanz gibt, und wir können nur Subklassen oder wir müssen Subklassen spezifizieren, wenn wir Instanzen von dieser Art von Klassen tatsächlich haben wollen. Das machen wir auch. Wir bauen uns dann drei Subklassen von diesem Pattern-Activity-Typ, die jeweils eine unterschiedliche Art oder Kategorie von tatsächlich Pattern-Sammlung anzeigen. Hier nochmal der Hinweis, es schadet sicherlich nicht, das mal eintrainiert zu haben mit so abstrakten Klassen und dann auch Activities als eben spezifische Subklassen zu definieren. Sobald wir wissen, wie wir von einer Activity in die andere nicht nur wechseln können, sondern auch Informationen mit übergeben können, können wir das Ganze hier anders gestalten. Also das ist jetzt hier wieder so eine Mischung aus. Ich würde Ihnen gerne zeigen, wie man nochmal mit abstrakten Sachen umgeht, und wir wissen leider noch nicht hundertprozentig, wie man das richtig macht. Also nicht wundern, wenn das jetzt ein bisschen komisch ausschaut dann. Das ist unser Ziel für heute, das zu implementieren. Haben Sie alle Android Studio gestartet? Mal kurz Rückmeldung, ob wir loslegen können. Okay, dann zeige ich Ihnen nur noch eine andere Sache kurz, und da würde ich Sie einfach bitten, das nebenbei aufzuhaben. Ich sage gleich was für die Leute, die nicht im Ilias-Kurs sind. Wenn Sie in den Ilias-Kurs schauen, dann finden Sie bei den Einträgen für diese Woche zwei Links zu XML-Dateien. Und da habe ich einfach diese ganzen Texte, die wir jetzt brauchen. Und wenn Sie möchten, auch die Farben, die ich in dem Lösungsansatz verwendet habe für die Gestaltung der App, schon mal aufgeschrieben. Also wenn Sie da draufklicken, das können Sie dann gleich, wenn wir soweit sind, reinkopieren in ihren Quellcode, weil diese Patterns sind ja textbasiert und das wollen wir nicht alles irgendwo abschreiben. Ich poste mal den Link dazu im Chat, und dann können auch die Leute, die jetzt keinen Zugriff auf den Ilias-Kurs haben,
gerne mitmachen. Also, das ist die XML-Datei, die brauchen Sie später und Sie finden die im Ilias-Kurs oder über diesen Link, den ich jetzt gerade gepostet habe. Dann schlage ich vor, machen wir als erstes die ersten Schritte. Und der erste Schritt wäre, dass wir uns ein neues Android Studio Projekt anlegen. Und das machen wir, indem ich ganz kurz meinen Bildschirm vorbereite. Und den dann auch wieder mit Ihnen teile. Und wir jetzt einfach nochmal ganz kurz diesen Dialog durchgehen, den Sie kennen. Also soweit sollte bei Ihnen auch alles vorbereitet sein. Sie haben Android Studio geöffnet, Sie erstellen ein neues Projekt. Wir können hier das alles bei diesen Standardeinstellungen belassen. Dann geben Sie dem Ganzen einen Namen. Pattern Guide wäre das bei mir. Und ich hänge jetzt nochmal einen Stream da dran. Das können Sie weglassen, aber ich habe halt dieses Projekt unter dem Namen schon mal irgendwo auf meinem Rechner. Und damit ich hier nicht komplett verwirrt werde, notiere ich mir nur, dass das die Version ist, die wir im Stream entwickelt haben. Und das war's dann auch schon. Wir schließen die Projekterstellung ab. Dann lädt Android Studio. Ich kann das Ganze hier für Sie ein bisschen schöner machen, indem ich in den Fullscreen-Modus wechsle und gleich auch den Emulator aufmache. Das sollte jetzt auch funktionieren, dass wir das nebeneinander sehen. Das war ja in der letzten Woche noch ein bisschen problematisch. Und der Quellcode ist auch groß genug, dass Sie es lesen können. Also, sind Sie auch soweit? Wenn Sie soweit sind, dann starten Sie das Ganze doch mal einfach so, wie es von Android Studio generiert worden ist im Emulator, damit wir sehen, dass alles funktioniert. Schauen, wie das funktioniert. Also bei mir schaut das gut aus. Während das vielleicht noch ein bisschen lädt, möchte ich ganz kurz eine Sache direkt schon zeigen. Sie haben sich vielleicht schon gefragt, wie man denn, oder andere Frage, haben Sie sich schon mal gefragt, wie man Android-Apps debuggt bei den Sachen, die Sie in der letzten Woche gemacht haben? Haben Sie da schon mal irgendwie das Bedürfnis gehabt, in irgendeiner Form Debugging zu betreiben? Scheint nicht da ein bisschen, weiß nicht. Ja, leider ist es ja nicht so, dass wir fehlerfreien Code direkt schreiben können. Genau, System Out Print Line funktioniert, können wir zwar reinschreiben. Wie kann man denn, wie bei Ihnen, die Farbe von den verschiedenen Code-Bestandteilen ändern? Meinen Sie hier, wie das hier so ausschaut? Das ist einfach ein Theme, was Sie in Android Studio einstellen können. Das finden Sie unter den Einstellungen, hier Settings. Da können Sie sich unter Appearance aussuchen, wie Ihre Entwicklungsumgebung ausschauen soll. Und dieses Theme heißt Night Owl. Das kann man nachinstallieren über den eingebauten Extension Manager in Android Studio, und das verwenden wir deshalb im Stream, weil das wohl für auch Leute mit irgendwie Schwierigkeiten, was die Farbwahrnehmung angeht, ganz gut lesbar ist. Also Night Owl heißt das Theme, und das können Sie in den Einstellungen, wenn Sie es installiert haben, auswählen. Genau, also Debugging ist super wichtig, weil leider gibt es nicht fehlerfreien Code bei uns, und vielleicht müssen Sie ja sogar irgendwie anderen Leuten helfen beim Fehlerfinden, wenn Sie jetzt tatsächlich zu den wenigen Leuten gehören, die immer fehlerfreien Code schreiben. System Out Printline können Sie zwar eintippen, das kommt dann aber wahrscheinlich nicht da an, wo Sie es irgendwie erwarten würden. System Out Printline ist ja eigentlich nur die Möglichkeit, irgendwie einen String auf der Konsole auszugeben. Und wissen Sie noch, wie die Debugging-Technik heißt, die man mit System Out Printlining
System-out-Printlining, jetzt habe ich schon gesagt, System-out-Printline tatsächlich anwendet. Also müssen Sie jetzt nicht reinschreiben, Printlining oder sowas in diese Richtung ist halt dieser Begriff, den man dafür verwendet. Ich gebe einfach Textausgaben irgendwo in meinem Quellcode ein, damit ich so ein bisschen nachvollziehen kann, wie mein Quellcode abläuft zur Laufzeit. Eine Sache, die man ganz häufig macht, ist, ich möchte wissen, ob denn überhaupt eine bestimmte Methode aufgerufen wird, weil der Weg dahin so komplex ist, dass ich vielleicht nicht mehr sicherstellen kann, dass zur Laufzeit das tatsächlich passiert. Und wenn ich am Anfang einer Methode sowas reinschreibe wie in onCreate und dann den Quellcode ausführe und irgendwo taucht dann dieser String auf, weiß ich, ich bin in dieser Methode wohl drin gewesen. Also System-out-Printline funktioniert nicht. Es gibt in Android eine Alternative, die heißt unter anderem logd. Und wenn Sie das eintippen, müssen Sie zuerst diese log-Klasse importieren, damit das funktioniert. Alt und Eingabe ist der Shortcut dafür. Und dieses log hier ist mehr oder weniger die Repräsentation von dieser Konsole hier unten. Das ist die Output-Konsole, die wir bedienen können mit diesem Befehl. Und über diese Verbindung, die Android Studio zum Emulator hat, wird dann dafür gesorgt, dass das, was auf dem Emulator ausgeführt wird, der Quellcode, an dieser Stelle die Nachrichten hier in dieses Terminal reinpipet. Es gibt so unterschiedliche Log-Level, die können Sie hier auch umschalten und die werden repräsentiert durch jeweils eine andere Methode innerhalb der Log-Klasse und D steht für Debug und das ist das, was wir benutzen, um zum Beispiel so klassisches Printlining zu machen. Sie müssen zwei Parameter übergeben. Das erste ist ein Tag und das zweite ist der Wert, den Sie eigentlich ausgeben möchten, die Message. Können wir zum Beispiel sowas reinschreiben wie in onCreate. Dieser Tag, den Sie davor wegschreiben, den können Sie frei wählen. Ich schreibe mal sowas rein wie Pattern Guide. Und der dient dazu, dass Sie später anhand von diesem Tag gezielt in dieser Ausgabe Ihre eigenen Inhalte filtern können. Weil Sie sehen, hier kommt ganz, ganz viel an. Auch wenn wir in den Debug-Modus wechseln. Und das sind Meldungen von irgendwelchen anderen Apps. Also es gibt so einen allgemeinen Weg oder alle Apps teilen sich die gleiche Ausgabe. Und indem wir bei unseren Ausgaben einen spezifischen Tag versehen, können wir dann einfach später beim Debugging unsere Nachrichten da ein bisschen besser rausfischen. Also das wäre quasi die Zeile für so Printlining in Android. Und wenn Sie das jetzt ausführen, dann startet unsere App auf dem Emulator neu und wir sehen irgendwo hier drin wahrscheinlich unsere Fehlermeldung oder unsere Debugging-Meldung. Und wenn ich jetzt nach Pattern Guide hier in der Suchmaske filtere, ich schaue mal, ob ich das ein bisschen größer machen kann, ein bisschen geht, dann sehen Sie hier die Meldung, die wir hier am Ende von der onCreate-Methode erstellt haben. Also logd mit irgendeinem Tag, der jetzt am Anfang vielleicht einfach der App-Name ist, ist für Sie die Möglichkeit, Printlining auch in der Android-App zu machen. Und das merken Sie sich. Machen Sie das ganz oft, sodass Sie keine Probleme haben, das irgendwie auswendig zu wissen. Später gibt es vielleicht noch irgendwelche Libraries oder Sie schreiben sich selber vielleicht so eine kleine Login-Klasse, die das noch ein bisschen angenehmer macht. Aber das ist die Quint, ist das Gegenstück zu so einem System-Out-Printline in einer Java-Anwendung. Hat das bei allen von Ihnen funktioniert? Okay. Dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns mal an, was wir machen müssen. Und ich habe mal zwei Screenshots vorbereitet, dass wir sehen, wo wir jetzt hinarbeiten. Das ist das User-Interface von unseren beiden Hauptactivities, die wir jetzt umsetzen werden. Wir sind jetzt gerade in dieser Variante und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir als erstes schnell versuchen, uns dieses User-Interface zusammenzubauen. Ich markiere mal ganz kurz, was so die wichtigen Punkte sind, die wir jetzt machen werden. Ich habe ein wunderbares Whiteboard mittlerweile. Ich
Ich probiere mal ganz kurz was aus. Ah, perfekt. Ich habe mir nicht gedacht, dass es ein Problem sein könnte, dass wenn ich mich zum Whiteboard vorbeuge, sie mich nicht mehr hören. Und jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich das Whiteboard auch in die Hand nehmen kann und das alle meine Probleme löst. Also, ist keine wichtige Information, aber ich freue mich gerade sehr. dieses User Interface ist aufgebaut aus einem Text-View für die Überschrift von unserem kleinen Hauptmenü. Dann darunter ein Subtitle. Dann kommt dieser Text aus der Wikipedia, der das Ganze einleitet. Das heißt, wir haben dreimal schon so einen Text-View, den wir einfügen müssen. Wir haben dann diese drei Buttons, die wir erstellen müssen und in unser User-Interface einfügen müssen. Und die ganzen Elemente sollen untereinander zentriert auf dem Bildschirm angeordnet werden. Das heißt, wir werden diese 6 User-Interface-Elemente alle in so einen Linear-Layout-Container reinpacken und dem sagen, dass er diese Elemente einfach von oben nach unten vertikal einsortieren soll. Das ist erstmal so die Struktur von unseren User-Interface-Elementen. Und was wir dann machen werden, ist, wir werden die ein bisschen gestalten. Das müssen wir vielleicht nicht hundertprozentig so umsetzen, wie Sie hier sehen, aber die wesentlichen Dinge werden sein, dass wir, wie Sie hier sehen, uns um Abstände kümmern. Abstände sind das Erste, was Sie tun sollten, damit Ihre App ein bisschen schöner ausschaut. Sie sehen das auf dem zweiten Screenshot jetzt vielleicht ein bisschen besser. Da habe ich dafür gesorgt, dass dieser Text links und rechts so einen kleinen Abstand hat. Das ist das Erste, was Sie immer tun sollten. Text ganz am Rand von der Android-App schaut blöd aus. So ein bisschen mit Abständen arbeiten, schauen, dass auch Teile irgendwie frei bleiben vom User-Interface. Das sind so ein paar kleine Dinge, die man tun kann, damit das Ganze schöner ausschaut. Und vielleicht irgendwie die Schriften ein bisschen größer machen, wenn Sie eine Überschrift haben, dann vielleicht die tatsächlich auch als Überschrift kennzeichnen, indem Sie eine größere Schriftgröße verwenden und vielleicht mit Farben das Ganze ein bisschen hin schöner machen, einfach im weitesten Sinne. Lassen Sie uns mal ausprobieren, ob wir das hinbekommen. Ich wechsle mal wieder zu meinem Android Studio. Und versuche jetzt einfach mal, dieses User-Interface, so wie es auf dem Screenshot war, nachzubauen. In unserer Main-Activity wird direkt so eine Layout-Datei auch geladen, die automatisch von Android Studio bei der Projektgenerierung erstellt worden ist. Und die finden wir hier drin. Ich schalte jetzt mal den Emulator kurz, verstecke den Emulator mal kurz, so dass wir ein bisschen mehr Platz haben zum Arbeiten. Und in dieser Design-Ansicht können wir jetzt uns austoben und unser User-Interface zusammenklicken. Ich würde vorschlagen, damit wir beides mal sehen, wir fügen die Elemente jetzt erstmal über diesen grafischen Editor ein und dann werfen wir mal einen Blick auf die XML-Darstellung und editieren da vielleicht noch so ein bisschen, was wir brauchen. Das Erste, was ich mache, ist, ich lösche diesen Text-View raus, wo Hello World drin steht. Den brauche ich nicht mehr. Und immer noch, ohne dass wir hundertprozentig wissen, warum, füge ich diesen Linear-Layout-Container mit so einer vertikalen Anordnung der Elemente als ersten Kind-Element in dieses vorhandene Constraint-Layout rein. Auch hier nochmal der Hinweis für die Leute, die vielleicht schon Android-Erfahrung haben. Wir machen das deshalb, weil wir es im Moment noch nicht besser wissen und wir werden später merken, wie man diese Layouts dann auch ein bisschen schöner gestalten kann. In dieses Element packe ich jetzt einen Text-View. Da kommt meine Überschrift rein. Da drunter einen zweiten Text-View für mein Subtitle, einen weiteren Text-View für den Text aus der Wikipedia, der das Ganze einleitet, was hier dann tatsächlich passiert, also diese kurze Beschreibung, was Design-Patterns sind. Und darunter 1, 2, 3 Buttons. Schaut jetzt nicht ganz so aus wie auf dem Screenshot. Und das können wir jetzt im Detail vielleicht mal ein bisschen anpassen. Wir
klick mal auf das erste Element drauf. Da soll unsere Überschrift sein. Und das erste, was ich mache, ist, ich sorge dafür, dass die Überschrift zentriert wird. Das Attribut für ein TextView-Element, um Schrift zu zentrieren, finden Sie unter Gravity, heißt Center. Dann möchte ich, dass das Ganze ein bisschen größer dargestellt wird. Und dazu schaue ich in die Text-Size, in das Text-Size-Attribut und suche mir irgendwie einen schönen Wert aus, vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Das können Sie jetzt machen, wie Sie möchten. Also Sie können es einfach so machen, wie ich das jetzt hier im Stream zusammenklicke. Aber toben Sie sich irgendwie aus, was die Gestaltung von Ihren Apps angeht. Wir können jetzt noch vielleicht die Farbe ändern. Ich habe jetzt die Farben nicht reinkopiert in diese Farbdatei. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wo Sie die finden. Das ist so eine Farb-XML-Datei, die automatisch generiert wird. Also das sind die Farben, die in diesem Standard-User-Interface-Design, was eine neue App aus Android Studio hat, verwendet werden. Wir können die aus dem GRIPS-Kurs benutzen. Das heißt, Sie können das hier überschreiben. Wenn Sie das machen, ganz wichtige Information, müssen Sie auch in diesen beiden Themes-XML-Dateien, da sehen Sie hier mal eine, die Referenzen anpassen. Also, was ist die Idee? Android-Apps sollen irgendwie ein einheitliches Farbschema benutzen oder zumindest Farben für die gleichen Zwecke einheitlich verwenden. Deshalb gibt es so ein Theme, wo gesagt wird, das ist die Hauptfarbe. Das ist vielleicht eine Farbe, mit der Text auf dieser Hauptfarbe beschrieben oder ausgezeichnet wird. Und die eigentliche Farbe, die da verwendet wird, wird als Ressource in dieser XML-Datei verwendet. Also das nur so am Rande. Wenn Sie hier diese XML-Datei verändern, dann müssen Sie entsprechend auch in dem Theme das anpassen. Müssen wir aber gar nicht jetzt so großartig uns aufhalten mit. Wir können ja vielleicht einfach mal sagen, wir nehmen dafür vielleicht einfach dieses Purple oder wir nehmen, wenn Sie aus dem Theme drauf zugreifen möchten, ich glaube, das wäre dann irgendwie so, oder genau, Primary Text, nein. Muss ich ganz kurz selber mal überlegen, wie ich da am schnellsten hinkomme. Ich lasse es jetzt einfach mal bei den Design. Genau, so ist es. Wenn Sie auf diese Themes-Farben zugreifen wollen, dann heißen die immer Design, Default, Color. Ist jetzt alles super unwichtig. Schauen Sie einfach, dass Sie irgendwie eine schöne Farbe für sich finden. Und ich habe Ihnen jetzt nur gezeigt, wo Sie die einstellen können. Ich mache jetzt das Gleiche für den Subtitle, also für diese Unterschrift unter dem Titel. Auch hier vielleicht wieder das Ganze zentrieren. Vielleicht auch ein bisschen größer wieder. Und nochmal, wenn Sie möchten, machen Sie es einfach genauso, wie ich das jetzt hier mache, aber Sie sind da ganz frei in der Gestaltung. Dann möchte ich vielleicht, dass diese Überschrift ein kleines bisschen vom oberen Rand Abstand nimmt und schaue in die Außenabstände über das entsprechende Attribut und sage vielleicht, dass das von oben 20 von diesen Density Pixeln haben soll, also dieser Größeneinheit, die dafür sorgt, dass Sie hier relative Werte angeben, die auf allen Android-Geräten in Relation zu deren Pixeldichte in gleiche physikalische Werte umgerechnet werden. Also das ist die Maßeinheit, die wir in der Regel verwenden, wenn wir Layouts gestalten. Und dieses SP ist eigentlich das Gleiche. Nur, dass noch die Standard-Schriftgröße, die aktuell auf dem System eingestellt wird, berücksichtigt wird. Und das ist das, was wir für alle typografischen Größenangaben verwenden. Dann wollen wir den Haupttext auf diesem Main-Menu anzeigen oder gestalten, nämlich den, wo dieser Wikipedia-Eintrag eingefügt wird. Und der soll vielleicht auch
einen Abstand haben und da können wir dieses zusammengefasste Attribut verwenden, das nämlich oben, unten, links und rechts gleich in einem Rutsch definiert wird. Und auch hier sorge ich jetzt einfach dafür, dass da am Rand ein kleiner Abstand ist. Ich sorge auch hier wieder dafür, dass der Text vielleicht ein bisschen größer dargestellt wird. Und ich könnte vielleicht sogar noch dafür sorgen, dass das Ganze in Kursiv gesetzt wird, weil es sich ja um ein Zitat handelt. Dann möchte ich vielleicht die Buttons gestalten und Sie können die auch alle gleichzeitig markieren. Also wenn Sie jetzt hier mit der Umschalttaste die Dinge auswählen oder wenn Sie einen Rahmen drum ziehen, können Sie mehrere User-Interface-Elemente gleichzeitig gestalten. Und das können wir zum Beispiel benutzen, um die Außenabstände von den Elementen einheitlich zu setzen. Ich sage jetzt mal, dass die 20 oder vielleicht sogar mehr, 30 von diesen Density-Pixeln links Abstand haben sollen und auch 30 auf der rechten Seite und vielleicht unter den Elementen oder über den Elementen, je nachdem wie Sie wollen, auch nochmal so ein bisschen Abstand ist. Und damit haben wir ungefähr unser Layout für diese erste Activity, zumindest was die sichtbaren Sachen angeht, vorbereitet. Erinnern Sie sich, dass wir, wenn wir diese Elemente später im Code verwenden möchten, die ja über eine ID referenzieren. Und diese ID, die ist jetzt, wenn Sie mal oben diese Suchmaske löschen, bei den Elementen im Moment immer noch automatisch vergeben. Also hier steht TextView, da steht TextView 2 und hier steht TextView 3 und bei den Buttons geht es genauso weiter. Und das ist, wenn Sie dann später im Code genau identifizieren möchten, um welches Element es denn geht, sicherlich keine so gute Idee, weil Sie gar nicht mehr wissen, was ist denn der Unterschied zwischen Button 1 und Button 2 und was für eine Aufgabe haben die eigentlich. Und damit das ein bisschen verständlicher ist, sollten diese IDs immer auch das beschreiben, was diese Elemente eigentlich für eine Funktion haben. Und deshalb ändern wir die. Also hier oben schreiben wir vielleicht rein, dass das tatsächlich der Title Text View ist, wenn Sie möchten. Und das hier ist vielleicht der Subtitle Text View. Und was habe ich da jetzt gemacht? So. Und das letzte ist vielleicht der Description Text View. Für die Buttons könnte ich das jetzt genauso machen. Bei den Buttons ist es sogar noch wichtiger, weil diese Textelemente werden wir gar nicht im Code referenzieren müssen. Die Buttons schon, weil wir auf die Klicks lauschen möchten. Aber dazu zeige ich Ihnen jetzt mal ganz kurz, wie das in der XML-Darstellung ausschaut. Wenn Sie da nämlich mal reinschauen, können das auch gerne in diesem Splitscreen uns anschauen, sehen Sie das XML-Dokument, was wir jetzt durch Zusammenklicken von den Elementen uns erstellt haben. Also dieses User-Interface-Layout mit diesen Abständen, mit den Elementen, ist eigentlich durch diese Datei hier repräsentiert. Also hier sehen wir das TextView, hier sehen wir das nächste. Sie sehen auch, wenn Sie hier sich in so einem XML-Element befinden, weil Sie da reingeklickt haben, wird das gleich in dem Editor gehighlightet. Also da sehen Sie dann immer, wo arbeiten Sie gerade dran. Wenn wir runterscrollen, sehen wir die Buttons und hier auch die IDs von den Buttons. Und die ändere ich jetzt mal direkt im XML und schreibe da rein, dass das erste ist der Creational Pattern Button. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Name ist, aber das ist halt der Button, der später auf diese Art von Patterns verweisen wird, also die Activity mit den Patterns aufmacht. Beim nächsten ist es der Structural Pattern Button und dann ist es noch der Behavioral
Pattern Button. Da steht jetzt überall noch Text drin, in Form von Button, Button, Button und TextView, TextView, TextView. Das heißt, dieser Inhalt, den Sie hier sehen, der wird repräsentiert durch dieses Attribut. Wenn ich hier was anderes hinschreibe, zum Beispiel sowas, dann ändert sich hier auch der Text. Also diese XML-Eigenschaft sorgt dafür, dass hier der Inhalt angezeigt wird. Das ist genau das Gleiche, was wir in dieser Attributsliste auch grafisch gemacht haben. Das wollen wir eigentlich nicht machen. Wir wollen eigentlich nicht hier den Text, der da angezeigt wird, direkt in dem XML-File festhalten, sondern dafür benutzen wir diese Ressourcendateien. Schauen wir mal in die Strings-Datei rein und legen hier eine neue Ressource an. Also wenn Sie irgendwo Text in Ihrem User-Interface haben, dann definieren Sie den hier in der Ressourcendatei. Und das mache ich mal. Ich erstelle eine neue String-Ressource. Die nenne ich MainMenuTitle und da schreibe ich rein. Ich glaube im Screenshot, das erste TextView heißt bei mir noch, genau, weil ich es nicht refactored habe. Mache ich gleich, wenn wir wieder im XML sind. Danke für den Hinweis. Das hier ist der Titel, den ich im Hauptmenü oben anzeigen möchte. Den habe ich hier in dieser Ressourcendatei jetzt angelegt und von dieser Ressourcendatei aus, kann ich den jetzt an anderen Stellen meiner Anwendung referenzieren. Zum Beispiel in dem Layout, was wir gerade erstellt haben. Und die Idee von diesen Ressourcendateien ist, dass sie eine Stelle haben, wo diese Strings tatsächlich definiert werden und alle Stellen ihrer App, die diese Ressource dann verwenden möchten, weil die zum Beispiel diesen Titel anzeigen möchten, die verweisen nur auf diese zentrale Datei. Können Sie sich vorstellen, warum man das macht? Also können Sie irgendwie einen Vorteil direkt irgendwie vielleicht in den Chat reinschreiben, warum so eine zentrale Ressourcendatei Sinn ergeben könnte? Übersetzung ist ein super Beispiel. Sie können nämlich dann einmal diese Strings auf so einer semantischen Ebene beschreiben. Das ist der Name der App, das ist der Titel vom Main-Menü und jetzt steht hier Design Patterns. Und wenn wir vielleicht tatsächlich mal eine deutsche Übersetzung haben wollen, dann könnte hier stehen Entwurfsmuster. Und es gibt dann in Android sogar Möglichkeiten, wie Sie einfach zwei verschiedene Ressourcendateien verwenden für unterschiedliche Sprachvarianten. Sie können Dinge nachträglich ändern. Sie haben vor allem nur so einen Single Point of Truth. Wenn Sie irgendwo mal einen Rechtschreibfehler haben, ich mache ganz viele Rechtschreibfehler immer, also ich muss mich eigentlich gar nicht darum bemühen, irgendwas zu faken. Es gibt immer Fehler bei mir. Dann könnte ich das hier einmal in dieser Ressourcendatei ändern und müsste das nicht überall an den Stellen, wo dieser String im User-Interface auftaucht, manuell ändern. Also es gibt ganz viele Vorteile von diesen zentralen Ressourcendateien. Verwenden wir das doch mal. Ich merke hier auch übrigens gerade, dass ich mich nicht an die Guidelines gehalten habe, was die Namen angeht. Ich würde das jetzt so lassen, also ohne Underscore-Schreibweise oder Snake-Schreibweise, sagt man glaube ich auch, und würde das hier mal bei den Camel Cases lassen. Wir machen das ab nächster Woche dann richtig, nur habe ich in dem Lösungsansatz das so gemacht und das verwirrt mich und vielleicht Sie jetzt auch zu stark, wenn ich das noch anpasse. Also hier vielleicht nochmal checken, ob wir nicht eine andere Schreibweise für die Attributswerte verwenden sollten. Okay, aber verwenden wir jetzt mal den Inhalt tatsächlich. Und das machen wir, indem wir in unsere XML-Datei zurückgehen. Und hier als erstes, danke nochmal an den Chat für den Hinweis, die ID von diesem ersten TextView ändern. Das ist nämlich jetzt das TitleTextView. Und wir, anstatt hier den Text direkt reinzuschreiben, über das Add-Zeichen und den String diese String-Ressource auswählen, die wir gerade eben in der anderen XML-Datei erstellt haben, dieses Main-Menu-Titel. Dieses Add-String verweist auf die String-Ressourcendatei und danach kommt dann der Name von der jeweiligen Ressource, die wir verwendet haben und die wird jetzt auch hier direkt live angezeigt. Also darüber verbinden wir diese Layout-Datei mit der Ressourcendatei.
Und das könnten wir jetzt hier für alle Ressourcen machen, die wir brauchen. Ich würde aber tatsächlich lieber das Ganze kopieren. Und deshalb schaue ich jetzt selber auch nochmal in diese XML-Datei. Kopiere mir hier diesen ganzen Inhalt. Gehe zurück in mein Android Studio und überschreibe einfach den kompletten Inhalt dieser Datei mit dieser XML-Datei, die ich für Sie vorbereitet habe. Machen Sie das auch mal und schreiben Sie dann in den Chat rein, wenn Sie soweit sind, dass wir weitermachen können. Ja, habe ich schon gemerkt. Das müssen wir gleich ändern in der XML-Datei. Also hier heißt bei mir der String, wo Design Patterns drin steht, Main Title. Und in der Activity steht hier noch Main Menu Title. Und jetzt können Sie sich aussuchen, wo Sie es verändern. Ich verändere es mal hier. Ich mache mal daraus einen Main Menu Title. Also ganz wichtig. Hier, wenn Sie das genauso übernehmen möchten, wie ich es gemacht habe, ändern Sie den Eintrag aus dem kopierten XML für den Titel in unserem Menü auf das, was wir gerade eben auch verwendet haben. Und dann schaut wieder alles super aus. Jetzt können wir die Texte, die hier drin stehen, zum Beispiel die App Description und die Pattern Definition und auch die Labels für die Buttons, die sind alle hier in dieser XML-Datei definiert. Die können wir jetzt alle in unser Layout reinziehen. Und das machen wir jetzt mal Schritt für Schritt. In dem zweiten Text-View wird auch wieder eine String-Ressource angezeigt, und zwar die App Description. Short Guide to Object-Oriented Design Patterns. In dem dritten Text-View wird auch wieder ein Text aus dieser Ressourcendatei angezeigt. Und zwar ist das die Pattern Definition. Da steht dann dieser kleine Abschnitt aus der Wikipedia drin. Und bei den Buttons machen wir auch wieder das Gleiche. Anstatt den Text direkt in der XML-Datei reinzuschreiben, schreiben wir als erstes, glaube ich, Creational Patterns Label. Creational Pattern Label. Creational, ja, das müsste so ungefähr richtig sein. Bei dem zweiten Button kommt das Structural Patterns Label rein. Und bei dem letzten Text-Button oder bei dem letzten Button packen wir unser Behavioral Patterns Label rein. Und dann schaut unser User Interface für diese App halbwegs so aus, wie es auch in der ursprünglichen App ausgeschaut hat. Ein kleiner Hinweis noch, ich gehe mal ganz kurz wieder in den Design-Modus. Wenn Sie so ganz viel Text haben, den Sie irgendwie anzeigen möchten, sollten Sie sich überlegen, ob Sie das tatsächlich brauchen. Also manche Apps erfordern das. Hier wollen wir tatsächlich Informationen anzeigen. Normalerweise versucht man Text irgendwie nicht zu vermeiden, aber kurz zu halten. Wenn Sie aber viel Text anzeigen, dann ändern Sie doch vielleicht auch noch die Zeilenhöhe auf irgendeinen passenden Wert. Unsere Schriftgröße ist, glaube ich, 18 SP in diesem Element. Ich schaue mal ganz kurz zur Sicherheit rein, was wir da ausgewählt haben. Genau, 18 SP. Und wenn wir jetzt die Zeilenhöhe ein bisschen anpassen, vielleicht so auf das anderthalbfache, dann kann man das Ganze wieder ein bisschen schöner lesen. Also Zeilenhöhe, das ist nicht Zeilenabstand, sondern Zeilenhöhe bei längeren Texten ist auch in einer App kein schlechtes typografisches Mittel, um die Lesbarkeit zu erhöhen. Okay, aber das ist unser User Interface und wir können das ja einfach mal starten und schauen, wie das Ganze dann im User Interface im Emulator tatsächlich ausschaut. Die Abstände sind jetzt für das virtuelle Gerät, was ich hier verwendet habe, nicht so super ideal. Sie sehen hier, dass da vielleicht die Überschriften ein bisschen zu nah am Rand sind, also genau das, was ich vermeiden wollte, aber damit können wir jetzt erstmal weitermachen. Ich würde jetzt gerne als nächstes dafür sorgen, dass ich die Klicks auf diese Buttons hier abfangen kann. Das wäre irgendwie für mich die erste Aufgabe.
in dieser Activity. Und dazu muss ich, und jetzt sind wir wieder im Quellcode unserer Activity, nachdem wir hier das Layout gesetzt haben, diese drei Elemente abfangen oder referenzieren. Also ich muss die auswählen, damit ich die Java-Objekte bekomme, die diese Buttons repräsentieren, und setze auf die alle Click-Listener und kann dann entsprechend dafür sorgen, dass, wenn hier drauf geklickt wird, später die entsprechende Activity mit diesen Konstruktionspatterns, mit den Strukturpatterns und mit den Verhaltenspatterns jeweils aufgerufen wird. Also unsere nächste Aufgabe ist es, ich weiß nicht, ob ich da immer dann das Whiteboard einblenden sollte, können wir mal uns den Spaß erlauben. Unsere nächste Aufgabe ist es jetzt, dafür zu sorgen, dass diese Elemente hier abgefangen und referenziert werden und dass wir mitbekommen, wenn da drauf geklickt wird. Das ist unsere nächste Aufgabe. Wissen Sie noch, wenn Sie das jetzt mit dem Nennen von einer Methode in den Chat beschreiben müssten, was wir tun müssen, um diese Elemente aus dem Layout in unseren Code zu holen, damit wir weitermachen können? Was ist die eine Methode, die wir jetzt brauchen, um dann im nächsten Schritt diese Click-Listener auf die Elemente zu setzen? Erinnert sich irgendjemand dran, was wir jetzt tun müssen? Find Viewer ID. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Machen wir das mal. Und machen wir das mal in einer separaten Methode. Also diese onCreate-Methode, das ist ja dieser Einstiegspunkt in unsere in die programmatische Beschäftigung mit unserer App. Das ist diese Lifecycle-Methode, die beim Erstellen der Activity automatisch aufgerufen wird. Hier startet für uns alles und wir wollen nicht alles, was wir machen müssen, in diese Methode reinschreiben. Decomposition sagt Ihnen noch allen was, oder? Auch mal ganz kurz ja, nein in den Chat reinschreiben. Decomposition-Prinzip, so als Möglichkeit, Quellcode zu strukturieren. Ja, das sagt Ihnen allen was. Genau, wir teilen größere Aufgaben in kleinere Aufgaben auf, lösen diese kleineren Aufgaben in separaten Methoden. Und das, was ich jetzt machen möchte, ist sowas Klassisches wie das User Interface initialisieren. Und so eine InitUI-Methode ist wahrscheinlich was, was Sie ganz häufig in Ihren Apps brauchen. Die rufen wir in onCreate auf und ich lagere auch mal dieses Setzen von der Layout-Datei in die InitUI-Methode aus. Weil hier ist das erste Mal, dass wir was mit dem User Interface tun und das ist der Beginn von der Initialisierung unseres User Interfaces. Und jetzt hole ich mir Referenzen auf diese Buttons, indem ich immer eine Variable anlege. Ich weiß, dass das, was ich zurückbekomme von der FindViewByID-Methode, ein Objekt vom Typen Button ist. Deshalb lege ich mir eine entsprechende lokale Variable an und importiere auch mit Alt-Eingabe automatisiert die Klasse aus dem SDK, damit ich damit arbeiten kann. Und der erste Button ist der Creational Pattern Button. Und da kommt rein, was ich zurückbekomme, wenn ich die FindViewByID-Methode aufrufe und der sage, dass es und dass sie den Button und das User Interface Element mit der ID Creational Pattern Button, das ist die ID, die wir hier an dieser Stelle vergeben haben, raussuchen soll und uns zurückgeben soll. Diese FindViewByID-Methode, die funktioniert so, dass es das Element automatisch in, das hier referenziert wird, automatisch in den richtigen Typen konvertiert. Also wir müssen nicht solche Sachen machen, das hat man bis vor einigen Jahren. Moment, was habe ich jetzt hier gemacht? Es funktioniert gerade gar nichts mehr. Moment.
Das hat man bis vor einigen Jahren oder so tatsächlich machen müssen. Man musste immer sagen, was möchte ich denn eigentlich von dieser Find-View-by-ID-Methode tatsächlich zurückbekommen. Das ist aber mittlerweile nicht mehr notwendig. Die ist automatisch so schlau, dass sie das in das richtige Format überführt, was wir hier haben wollen. Also so selektieren wir den Button und das machen wir jetzt mal für alle drei Buttons. Die brauchen wir nämlich alle, weil wir auf allen drei Buttons einen Clicklistener registrieren möchten. Und auch hier wird es dann später im weiteren Verlauf des Kurses Alternativen geben. Aber im Moment machen wir das jetzt mal ganz ausführlich. Wir selektieren alle drei Buttons. Ich mache das hier mal ein bisschen kleiner. Sie sagen mir einfach Bescheid, wenn Sie irgendwas nicht lesen können. Und dann kümmern wir uns darum. Aber ich glaube, man kann das von der Schriftgröße her ganz gut lesen, oder? Sie einfach mal Bescheid, wenn es nicht so sein sollte. Auch hier kommt ein Button rein, den wir über die entsprechende ID selektieren. Und jetzt werden wir auf all diesen drei Buttons Clicklistener registrieren. Creational Pattern Button ist der erste. Set on Clicklistener ist die Methode. Und Sie erinnern sich noch, wir können über diese Möglichkeit, eine innere anonyme Klasse zu erstellen, direkt die Listener an der Stelle einstellen bzw. erstellen, an denen wir sie brauchen. Also ganz kurz zur Einordnung. Diese Methode möchte gerne irgendein Objekt als Parameter übergeben bekommen, das dieses Interface hier implementiert, damit es sich merken kann, wen oder wessen Interface-Methode onClick es ansprechen, aufrufen soll, wenn auf diesen Button ein Klick eingeht. Das ist die Idee dahinter. Also Observer-Pattern in Java mit Listenern gelöst. Wir können über diese anonymen inneren Klassen oder anonymen Klassen erstmal direkt an der Stelle, wo wir eine Instanz von diesem Interface, wenn Sie so wollen, haben müssen oder brauchen, diese direkt erstellen, indem wir quasi das Interface instanzieren. Das ist nicht hundertprozentig die richtige Wortwahl, weil wir natürlich eine Klasse erstellen, die auf diesem Interface basiert oder dieses Interface implementiert. Aber wir machen das gleichzeitig neben der Definition der Klasse auch mit dem Aufruf des Konstruktors dieser Klasse, machen also zwei Sachen gleichzeitig. Wir erstellen eine neue Klasse, die dieses Interface implementiert, überschreiben dabei die OnClick-Methode, die das Interface vorgibt, und erstellen gleichzeitig dann innerhalb dieser Parameterklammern auch eine neue Instanz von dieser neuen anonymen inneren Klasse. Und die wird dann verwendet, um diesem Button zu sagen, wen er ansprechen soll, wenn er angeklickt worden ist. Denn der OnClick-Methode können wir jetzt zum Beispiel mal so ein bisschen Printlining betreiben und einfach ausgeben, dass auf diesen Button geklickt worden ist. Click on Creational Pattern Button. Was wir aber eigentlich machen möchten, ist als Reaktion auf diesen Klick ja eine andere Activity starten. Und da wir noch nicht so weit sind, schreibe ich jetzt einfach mal eine leere Methode, nur damit wir schon mal grob wissen, wo das Ganze hinlaufen soll. Private void start pattern activity. Und wir geben auch hier vielleicht schon mal ein kleines Printlining aus. Und rufen die Methode als eigentliche Business-Logik, wenn Sie so wollen, in unserem Callback hier onClick dann tatsächlich auf. Und später müssen wir uns noch darum kümmern, dass hier dieser Methode mitgeteilt wird, welche von den drei unterschiedlichen Pattern-Activities sie denn starten soll. Und damit wir das nicht vergessen, mache ich hier mir ein kleines To-Do hin. Muss ganz kurz überlegen, funktioniert das nicht so auch? Nein, das funktioniert so nicht in Android Studio. Nur so eine kleine Markierung,
dass ich noch was zu tun habe. Und hier schreibe ich mal rein, add parameter to define which activity should be started. Also das ist irgendwie das, was hier später passieren soll. Hier soll ein Intent erstellt werden, um die nächste Activity zu starten. Ich implementiere das jetzt mal so weit, dass wir das User Interface abgeschlossen haben, aber hier ist noch was zu tun. Wenn Sie so ein To-Do definieren mit diesem Add-To-Do, dann können Sie hier in diese kleine Liste schauen, die Android Studio und auch IntelliJ Ihnen automatisch generiert. Und dann können Sie sich selber so eine kleine Checkliste machen, was Sie in Ihrem Programm noch alles erledigen müssen. Also ganz nettes Feature, damit man nicht vergisst, dass man an einer Stelle vielleicht noch Lücken schließen muss, die sich im Quellcode im Moment noch nicht schließen lassen. Okay, das hier können wir jetzt kopieren, weil wir brauchen das dreimal. Einmal, zweimal und zwar jedes Mal für den anderen Button. Also hier setzen wir den Klick auf den Structural Pattern Button und hier setzen wir den Klick auf den Creational Pattern Button und dann ändern wir entsprechend auch die Ausgabe des logd-Befehls, um festzustellen, ob wir tatsächlich immer auf den richtigen Button geklickt haben. Und hier müssen wir dann natürlich dafür sorgen, dass der richtige Parameter übergeben wird. Machen wir uns hier auch nochmal so einen To-Do-Befehl: pass parameter to start creational pattern activity. Und das müssen wir, dürfen wir nicht vergessen, dass wir das bei all diesen Methoden dann am Ende machen. Structural Pattern Activity soll hier gestartet werden und hier soll die Behavioral Pattern Activity gestartet werden. Probieren wir mal aus, was passiert, wenn wir das Ganze starten. Dazu mache ich das hier mal ein bisschen größer und ich mache auch das Log Cat auf und dann klicke ich mal hier drauf. Und dann sehen Sie, bei mir funktioniert das. Ich sehe diese Logd-Ausgaben, die ich hier erstellt habe. Das heißt, die Click-Listener werden abgefangen oder werden gesetzt richtig. Die Klicks werden in den Interface-Methoden, in den implementierten abgefangen und ich sehe die richtige Ausgabe in meinem Log-Befehl. Und die Ausgabe ist, dass auf den Button geklickt worden ist und dass ich jetzt hier theoretisch die Möglichkeit hätte, die richtige Activity zu starten. Schaut das bei Ihnen ähnlich aus? Kurz Ja oder Nein in den Chat reinschreiben. Perfekt. Dann gehen wir jetzt einen Schritt weg vom User Interface und ich möchte als nächstes dafür sorgen, dass ich diese ganzen Texte hier, die hier drin stehen, irgendwie nicht. Was funktioniert denn bei Ihnen nicht? Versuchen Sie mal aufzuschreiben, was bei Ihnen nicht funktioniert, und das dann in den Chat zu posten, während ich kurz erkläre, was wir als nächstes machen wollen. Und vielleicht finden wir dann ja schnell eine Lösung. Sie sehen hier die Inhalte dessen, was wir in den unterschiedlichen Pattern Activities anzeigen möchten. Also hier sehen Sie eine Liste von den Konstruktionspattern. Und ein Eintrag innerhalb dieser Liste repräsentiert immer ein Pattern. Okay, das vielleicht ein ganz kurzer Hinweis. Ich weiß nicht, ob das beide von Ihnen betrifft. Wenn Sie hier, Moment, in dieser Logd-Ausgabe nicht diesen Filter setzen, dann sehen Sie ganz, ganz viel Zeugs, weil eben alle anderen Dinge, die auf diesem Emulator laufen, auch
in diese Log-Ausgabe was reinposten. Also gut möglich, dass das vielleicht einfach Dinge sind, die gar nichts mit unserer App zu tun haben. Und wenn Sie wirklich nur wissen möchten, was in Ihrer App passiert, dann können Sie zum Beispiel über diese Suchfilter nach dem Tag suchen, den Sie vergeben haben. Der erscheint dann hier immer und dann sehen Sie wirklich nur noch das, was uns interessiert. Okay. Wenn wir Listen von Strings haben, also das hier sind einzelne String-Ressourcen, die wir angeben, wir können aber auch Arrays angeben, das machen wir so. Und die können wir später im Code dann direkt aus dieser XML-Struktur in so ein klassisches String-Array überführen. Und in diesem String-Array habe ich immer ein Pattern beschrieben als ein Titel und eine Beschreibung und die sind durch dieses Pipe-Symbol voneinander getrennt. Was wir jetzt machen ist, wir legen uns in unserem Quellcode, oder wir überlegen uns in unserem Quellcode, wie wir aus dieser XML-Darstellung in ein Java-Objekt bekommen, in dem jedes dieser Muster einzeln repräsentiert ist. Und ein Muster besteht dabei immer aus dem Titel bei uns und diesem Beschreibungstext. Das sind die beiden Eigenschaften, die ein Pattern in unserer Anwendung hat. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir erstellen ein Java-Objekt. Java-Klasse, Entschuldigung, die heißt halt irgendwie Pattern und die hat Eigenschaften wie zum Beispiel einen Titel und vielleicht sowas wie eine Description. Müssen Sie nicht lesen können. Entschuldigung, ich kann nicht sehr schön schreiben, ich bemühe mich besser zu schreiben. Und das ist der Container, mit dem wir innerhalb unserer Anwendung diese Patterns kommunizieren werden. Das heißt, was wir jetzt machen werden, ist, aus dieser XML-Darstellung, die Sie jetzt hier sehen, zu irgendeinem Java-Objekt zu kommen, was ungefähr diese Struktur hat. Eine Klasse Pattern mit zwei Eigenschaften, Titel und Description. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Ich gehe in unseren Quellcode und schließe mal ganz kurz alles, was wir nicht brauchen. Emulator brauchen wir jetzt erstmal auch nicht. Und lege in unserem Projekt ein neues Package an, weil wir jetzt Dinge tun, die nichts mit der Activity zu tun haben, sondern mit Patterns. Erstellen ein neues Package, das nenne ich auch Patterns. Und da drin beschäftigen wir uns jetzt ein bisschen mit diesem logischen Teil. Ich erstelle eine neue Klasse, Pattern, und in der möchte ich jetzt abbilden, was so ein Muster ausmacht. Und das ist eigentlich relativ wenig. Das ist ein Titel und eine Description. Sagt Ihnen der Begriff Immutable noch was? Auch mal kurz Ja oder Nein reinschreiben. Wenn Sie so Objekte haben, die innerhalb Ihrer App wirklich nichts anderes machen, als Informationen zu bündeln und diese Informationen innerhalb der App zu kommunizieren, dann und eigentlich auch in den meisten anderen Fällen sollten Sie versuchen, die als sogenannte Immutables anzulegen. Immutables sind Objekte, die oder deren Zustand, also die Belegung der Eigenschaften bei der Konstruktion einmal definiert werden und danach nicht mehr verändert werden können. Also das sind Objekte, deren State sich, nachdem sie einmal erstellt worden sind, nicht mehr ändern lassen. Und Immutables sind deshalb so toll, weil wenn Sie so ein Immutable haben, Sie das überall rumschicken können innerhalb Ihrer Anwendung und Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, dass an irgendeiner Stelle eine Manipulation von diesem Objekt stattfindet, die dann an einer anderen Stelle, an der das gleiche Objekt verwendet wird, möglicherweise irgendwelche Auswirkungen haben könnte. Gerade dann, wenn Sie vielleicht mit mehr als einem Thread arbeiten, also parallelisiertes Arbeiten, ist sowas ganz toll. Wenn wir das in Java umsetzen möchten, müssen wir uns überlegen, welche Sprachmöglichkeiten wir haben. Das kann ich Ihnen jetzt übrigens nicht beantworten, wie Sie irgendwie Emojis handeln. Brauchen wir es, glaube ich, auch für diese App tatsächlich gerade nicht. Wenn Sie so ein Immutable in irgendeiner Programmiersprache umsetzen möchten, müssen Sie sich überlegen, wie können Sie das in
den Möglichkeiten, die sie da haben, umsetzen. Und in Java ist eine Möglichkeit, das zu tun, indem sie die Instanzvariablen auf Final setzen. Die können dann übrigens auch öffentlich sein, wenn sie nicht mehr veränderbar sind. Und dann sparen wir uns auch das Schreiben von irgendwelchen Gettern. Und wir im Konstruktor zu dieser Klasse die entsprechenden Werte übergeben, die wir brauchen, um diese Eigenschaften zu instanziieren. Also Title und Description. Die einmal belegen. Und das dabei belassen. Also es ist jetzt natürlich kein sehr komplexes Objekt. Es besteht nur aus zwei Eigenschaften. Vielleicht kommen, vielleicht könnten irgendwie Dinge dazukommen, aber das ist keine Strategie, die man als Softwareentwickler oder Entwicklerin irgendwie an den Tag legen sollte. Überlegen Sie sich nicht, was irgendwie passieren könnte und machen Sie deshalb irgendwie Entscheidungen, sondern überlegen Sie sich, was Sie gerade brauchen. Und was ich jetzt hier gerade brauche, ist ein Objekt, was diese beiden Eigenschaften gesammelt kombiniert. Ich möchte, dass das unveränderbar ist. Ich möchte möglichst leicht auf die Eigenschaften zugreifen können und deshalb dieser Immutable-Ansatz. String, Title, String, Description als die beiden Eigenschaften, die jetzt in unserem Fall so ein Muster beschreiben und ein ganz einfacher Konstruktor, um diese beiden Werte zu belegen. Dadurch, dass die final sind und im Konstruktor einmal belegt werden, diese Eigenschaften, erfüllt das die Anforderungen an so einen Immutable. Und damit war es auch schon das, was irgendwie jetzt diesen dieses Definieren von dem Pattern angeht. Was wir jetzt brauchen ist, wir brauchen eine Methode, mit der wir aus diesen Inhalten solche Objekte erstellen. Also ich möchte, dass ich am Ende hier 5 von diesen Pattern-Objekten habe, die die Creational Patterns beschreiben. Und das erste soll als Titel Abstract Factory Pattern und als Beschreibung diesen Text haben. Ich würde jetzt noch ein bisschen was machen in dem Stream. Vielleicht so weit, dass wir diesen Pattern-Ansatz hinter uns gebracht haben. Und dann überlege ich mir mal, was wir mit dem zweiten Teil machen. Ob wir das dann in der nächsten Woche machen oder vielleicht noch irgendwann anders eine Sitzung haben. Aber Sie können natürlich jederzeit gehen. Ich lade das Ganze wieder zeitnah auf YouTube hoch, dass Sie es nachschauen können. Sie können es auch direkt auf Twitch nachschauen für zumindest eine gewisse Zeit. Aber ich würde jetzt vielleicht noch so eine Viertelstunde machen, um den letzten Abschnitt zu tun, machen, und wenn Sie vorher gehen möchten, gerne einfach gehen. Aber ich würde gerne diese Pattern-Komponente jetzt noch abschließen. Okay, also was wir wollen ist, wir wollen Objekte haben, die diese Inhalte aus der Ressourcendatei repräsentieren, und zwar mit dem Titel und mit der Beschreibung. Und wir arbeiten jetzt von hinten nach vorne. Ich erstelle mal eine neue Klasse in unserem Pattern-Package, die nenne ich Pattern-Loader. Und die soll die Aufgabe haben, genau das zu tun, nämlich aus irgendwie diesen Strings, in denen die Informationen noch nur durch diesen Pipe-Symbol getrennt sind, eine Liste von tatsächlichen Patterns zu erstellen. Und dann sorgen wir dafür, noch ein Level drüber, dass irgendeine Activity, die Ressource aus dieser XML-Datei ausliest, dem Pattern-Loader diese Ressource als String-Array übergibt und dann die eigentlichen Patterns zurückbekommt, um die dann in der Anwendung zum Beispiel anzuzeigen. Das Erste, was wir machen in unserer Klasse, ist eine Methode zu erstellen. Public, die gibt uns ein Array aus Patterns zurück und die heißt Load Pattern Array from String oder vielleicht so. Wir geben ein String Array an diese Methode weiter. Das beinhaltet diese Items, also den Inhalt von diesen XML-Elementen. In dem Fall wären das irgendwie 5 Stück. Titel und Description immer durch die Pipe getrennt, und was wir zurückbekommen möchten, ist ein fertiges Pattern-Objekt. Das heißt, als Parameter gibt es so ein String-Array. Bin unkreativ, ich nenne das jetzt mal Array.
Und weil ich schon weiß, dass diese Klasse irgendwie relativ wenig anderes macht, würde ich diese Methode einfach mal statisch setzen und die dann direkt auf der Klasse aufrufen und nicht erst eine Instanz erzeugen. Also diese Klasse ist für mich jetzt nichts anderes als einfach nur so ein Container, um diese Methode reinzuverschieben, weil ich die ungern in diesem sehr einfachen Pattern-Objekt selber anlegen möchte. Was wir jetzt machen ist, wir iterieren über dieses Array drüber. Wir splitten die Strings, die da drin sind, immer an dem Pipe-Symbol auf, nehmen den ersten Teil als Titel, den zweiten Teil als Text, erstellen ein neues Pattern-Objekt, packen das in ein neues Array rein und geben das am Ende zurück. Das ist jetzt die Sache, die wir jetzt hier algorithmisch machen möchten. Das erste ist relativ einfach. Wir erstellen uns ein neues Array, in dem die Patterns am Ende eingefügt werden sollen. Und wir wissen, dass es genauso viele Patterns gibt, wie in diesem String Array drin sind. Wenn da 5 Einträge drin sind, dann wird es auch 5 Patterns geben. Das heißt, es müssen auch 5 Patterns zurückkommen. Und dementsprechend können wir ein neues Array erstellen, was die gleiche Länge hat wie das Eingabe-Array. Und das geben wir am Ende auch aus. Dann iterieren wir mit einer Schleife ihrer Wahl über das Input Array. Und lesen uns diese beiden Bestandteile, die es da drin gibt, nach und nach aus. Also wenn wir den gesamten String haben möchten, machen wir es mal Schritt für Strick. Current Pattern String ist gleich Array von oder Position i in dem Array. Das ist dann sowas wie, ich schreibe es mal dahin, damit wir wissen, mit was wir arbeiten. So ein String. Den müssen wir jetzt aufsplitten in Titel und Beschreibung. Das heißt, ich möchte sowas haben wie String Title. Und da soll dieser erste Teil drin sein. Und sowas wie String End. Description. Und da soll der zweite Teil drin sein. Wie schaffe ich das in Java? Wie kann ich diesen String hier so aufteilen, dass ich einmal diesen ersten Teil vor dem Pipe-Symbol und den zweiten Teil nach dem Pipe-Symbol habe? Fällt da irgendjemand was ein von den Leuten, die noch da sind? Substring wäre eine Möglichkeit, Split wäre eine Möglichkeit. Sonst noch irgendwelche Hinweise? Sollen wir das mit dem Split machen? Das wird als erster genannt. Ich überlege gerade Substring. Ich habe es in meinem Lösungsvorschlag habe ich es auch mit Split gemacht. Ich zweifle aber gerade, ob das die bessere Wahl ist. Machen wir es aber trotzdem mal. Dann sehen wir vielleicht auch, wie die Methode funktioniert. Wenn ich diesen Current Pattern String nehme und den splitte an irgendeinem regulären Ausdruck, zum Beispiel an dem Pipe-Symbol, ich erkläre gleich, warum das so ausschaut, dann kriege ich einen Array zurück, in dem alle Substrings von diesem String drin sind, die sich ergeben, wenn man den kompletten String an diesen Symbolen immer aufteilt. Wenn ich jetzt auf diesen ersten Teil zugreifen möchte, dann mache ich das, indem ich hier auf die erste Stelle zugreife. Also diese Split-Methode von der Java-String-Klasse, die gibt ein Array zurück mit allen Substrings an diesem Symbol oder an diesem regulären Ausdruck aufgesplittet. Wenn ich das jetzt einfach so schreiben würde, weil wir hier an dieser Stelle das splitten möchten, dann kriegen wir ein Problem, weil das Pipe-Zeichen innerhalb eines regulären Ausdrucks eine tatsächliche Bedeutung hat. Bevor ich jetzt hier weiter rede, wissen Sie, was reguläre Ausdrücke sind? Ich glaube, zumindest im OOP-Kurs haben wir es ganz kurz mal irgendwo erwähnt oder so. Und Sie haben bestimmt
in irgendwelchen grundlegenden Einführungskursen sowas mal gehört. Also reguläre Ausdrücke wissen sie. Sie wissen, dass es in den meisten Fällen ganz schlimm ist und man sich eigentlich nicht damit beschäftigen möchte. Ich möchte mich immer nicht mit regulären Ausdrücken beschäftigen. Das sind halt diese Möglichkeiten, wie wir Zeichenfolgen über eben entsprechend so eine Art Selektoren beschreiben können. Und in diesem Syntax, in dieser Syntax, die man in regulären Ausdrücken benutzt, können wir dieses Dash-Symbol, und das schaut jetzt leider bei mir so leicht schräg aus, das ist aber kein schräger Strich, das ist das Dash-Symbol, also das, was links neben der Y-Taste auf Ihrer Tastatur wahrscheinlich ist. Das können wir in regulären Ausdrücken benutzen, um oder darzustellen, also Alternativen. Wenn Sie zum Beispiel sagen möchten, ich möchte entweder A oder B in einem regulären Ausdruck auswählen, dann können Sie das mit diesem Dash-Symbol machen. Fragezeichen wäre genau sowas. Und wenn Sie aber genau dieses Symbol suchen, also nicht die Bedeutung im regulären Ausdruck, sondern das Symbol selber, dann escapen Sie das mit zum Beispiel sowas. Also zwei Dashes und dann ist klar, wir suchen wirklich nach diesem Symbol. Und dann funktioniert dieses Splitting auch. Und wenn wir dann den anderen Teil haben wollen, dann nehmen wir einfach den zweiten Teil von dem Array. Und weil das hier so losgelöst vom Rest des Quellcodes vielleicht ein bisschen unverständlich ist, also was meine ich hier damit eigentlich, dass ich nach so einem Pipe-Symbol suche, können wir es ein bisschen verständlicher machen, indem wir zum Beispiel sagen, wir stellen eine Konstante, die nennen wir Pattern Delimiter regex, also der reguläre Ausdruck, der die Stellen des Patterns in dem String auseinanderhalten soll. Ich glaube, das ist jetzt fast mehr Verwirrung als sinnvoll, aber was ich Ihnen zeigen möchte, ist, macht vielleicht Sinn, das in eine Konstante zu packen, und zentral zu verwalten. Und was wenig Sinn macht, ist irgendwie so einen Quatschnamen wie jetzt hier zu wählen, den keiner versteht. Vielleicht fällt Ihnen irgendwie was Besseres ein. Aber ich hoffe, Sie können nachvollziehen, warum ich das mache. Ich möchte hier im Code sehen, an was ich das eigentlich aufsplitte, was das für eine Bedeutung hat. Also mit so einem Pipe-Symbol kann ich vielleicht wenig anfangen, wenn ich weiß, okay, das scheint irgendwie das Trennzeichen zu sein, was in diesem String verwendet wird, um die Bestandteile voneinander abzutrennen, dann muss ich vielleicht gar nicht wissen, was das für ein Trennzeichen ist, kann aber den Code hier tatsächlich ein bisschen besser verstehen. Wenn ich dann diese beiden Bestandteile habe, dann kann ich mir mein neues Pattern erstellen mit dem Titel und der Beschreibung und kann das zu meinem Array hinzufügen an der entsprechenden Stelle, an der wir uns gerade befinden. Und braucht er noch ein S. Auch hier zeigt sich wieder, dass irgendwie diese Angewohnheit, innerhalb einer Methode oder einer Klasse Dinge, die einzeln und in einer Datenstruktur vorkommen, nur durch das Plural S zu unterscheiden, vielleicht nicht so super sind. Nennen wir es doch einfach mal Current Pattern. Das ist das Pattern, mit dem wir uns aktuell in dieser Iteration beschäftigen. Aber müssen wir nicht übertreiben. Mit der Methode können wir jetzt aus einem String Array die einzelnen Patterns erstellen. Und was wir jetzt brauchen, ist irgendwo eine Stelle, wo wir diese Methode mit einem Array aus Strings aufrufen, das wir vorher aus der Ressourcendatei tatsächlich geladen haben. Und das können wir jetzt noch machen und dann höre ich auch auf. Schauen wir mal ganz kurz in die Activity rein, in die Main Activity. Da würde ich jetzt einfach das mal ausprobieren in der onCreate-Methode. Ich mache eine neue Methode, private void test pattern loader. Und ich schreibe mir auch auf, dass das jetzt wirklich nur für Debug-Zwecke ist. To do remove the honey for
debug, irgendwie sowas. Die rufe ich auf in der onCreate-Methode. Und hier mache ich jetzt Folgendes. Ich lade dieses Array aus der XML-Datei, hole mir über den Pattern-Loader die Repräsentation der Inhalte in Form von Pattern-Objekten und dann können wir die mal über logd ausgeben, um zu schauen, ob das funktioniert hat. Und wie hole ich mir Ressourcen, in dem Fall so einen Array in den Quellcode? Es gibt eine Methode, die heißt getResources. Die hat jede Activity, also alle Activities erben von einer gemeinsamen Basisklasse. In unserem Fall AppCompatActivity ist nochmal eine Sonderform, aber ganz am Ende von der Vererbungskette ist eine Klasse, die heißt Activity. Und die hat eine Methode getResources, mit denen Sie auf diese XML-Dateien zugreifen können oder die Inhalte, die da repräsentiert werden. Und da drin gibt es eine Methode, die heißt getStringArray, mit der können wir spezifisch ein Array aus Strings, aus der Strings-XML-Datei, aufrufen und der übergeben wir jetzt eine ID. Und zwar müssen wir jetzt nicht in dem ID-Bereich von der R-Klasse suchen, sondern in dem Array-Bereich. Und wir können ja mal anfangen mit den Creational Patterns. Das sind diese hier. Und diese der Name hier, Creational Patterns, also der Wert von diesem Name-Attribut, der ist das, was wir hier als ID oder als Array-Indikator verwenden. Das gibt uns einen String-Array zurück. Das nennen wir Patterns from XML. Oder Pattern Strings from XML. Das sind ja noch keine richtigen Patterns. GetResources, wie gesagt, Zugriff auf die XML-Dateien. GetStringArray, Zugriff auf ein Array, was in der Strings-XML-Datei definiert ist. Anhand von dem Namen spezifizieren Sie hier, welches Array Sie meinen. Das ist ganz wichtig. Hier steht nicht ID, sondern Array. Wir greifen auf einen anderen Teil der Ressourcen zu. Und jetzt können wir uns unser Pattern-Array erstellen. Wir importieren die Klasse, die wir gerade eben erstellt haben. Und zwar unsere und nicht die von irgendeiner anderen Library. Und wir rufen auf dem Pattern-Loader, den wir erstellt haben, unsere Methode auf und übergeben das Array, was wir gerade aus den Ressourcen ausgelesen haben. Sie können da später vielleicht noch ein bisschen verbinden, die ganzen Methodenaufrufe. Auch hier gibt es sicherlich ein paar Sachen, die redundant sind. Aber so kann man nachvollziehen, was Schritt für Schritt passiert. Und dann haben wir unser Array mit den Patterns, die man jetzt theoretisch im User-Interface der anderen Activities eintragen könnte. Das hier passiert dann später nicht mehr in dieser Activity, sondern in den anderen. Jetzt geben wir mal aus, was da drin steht. For pattern in Plural S, weil es ein Array ist. Patterns. Auf der Konsole logd Pattern Guide und dann bauen wir uns vielleicht einen kleinen String zusammen. Loaded pattern loaded und dann geben wir vielleicht den Titel von dem Pattern aus, in dem wir uns gerade befinden. Und die Description lassen wir mal weg. String-Verkettung in Java mit dem Plus-Operator ist keine so super Idee. An der Stelle können wir es aber gerne mal so lassen. Also schauen wir jetzt mal, ob das noch funktioniert. Und dann lassen wir es auch gut sein. Wir starten die App noch einmal neu. Und wie Sie hier sehen, scheint das irgendwie funktioniert zu haben. Die Methode wird aufgerufen, sonst würden wir hier nicht die logd-Meldung sehen und das Laden aus der Ressource hat wohl funktioniert, das Laden in das Pattern Array hat funktioniert und wenn wir dann über das Ergebnis drüber iterieren, sehen wir hier diese 5 Pattern Title und das sind die Werte, die wir jetzt über mehrere Umwege aus diesen Items hier extrahiert haben. Das war es jetzt erstmal für heute. Wir haben jetzt noch ein bisschen was zu tun für die App und ich überlege mir, wie wir das machen, ob wir das in der nächsten Woche fortsetzen.
oder in der nächsten Woche ein neues Beispiel machen und vielleicht mit einem anderen Weg Ihnen den zweiten Teil noch nahe bringen. Ich hoffe, es war halbwegs informativ. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wie immer, wenn es Fragen oder sowas noch gibt, bin ich jetzt auch noch ein paar Minuten im Chat oder dann natürlich auch im Discord ansprechbar. Und ansonsten würde ich sagen, probieren Sie das Ganze zu Hause weiter aus, schauen Sie sich die Lernmaterialien für die Woche an und wir sehen uns dann in der Übung, zumindest einige von Ihnen, und ansonsten nächsten Freitag wieder im nächsten Livestream. Bis dahin, haben Sie eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.